So, Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zu... Rück... Alter, hey, der klaut mir die ganze Zeit übers Eck. Was soll denn das? Au! Au! Hör auf! Komm her! Ich will mein Leben wieder haben. Ich will meine Sachen wieder haben. Du Arschloch! Ja klar, jetzt kommt natürlich noch so ein Bombenvieh. Schnauze! Du hast nichts zu melden hier. Ich will mein Leben wieder haben. Bäh. Oh, das ist so mies, wenn die immer aus den Büschen auftauchen. So, nochmal ein schnutziges Willkommen zurück hier bei Zelda Link to the Past. Wir haben inzwischen schon zwei... Wir haben inzwischen schon zwei Tempel erledigt. Bleiben noch fünf. Und der nächste ist schon ganz oben links in den Wäldern, wo wir das Masterschwert geholt haben. Und da müssen wir jetzt hin. Aber müssen, soweit ich weiß, ein bisschen anders der Verfahren, weil ich glaube, wir kommen nicht so leicht dahin. Habe ich denn... Nein. Ach, ja stimmt. Das müsste jetzt, glaube ich, kommen. So, kommt mal her. Ah, noch ein Herz. Vielen Dank. So, zack. Was müssten wir jetzt eigentlich machen können? Hallo. Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespielen sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Es gab einen kleinen Wald mit vielen Tieren. Den würde ich gerne wiedersehen. Dort habe ich meine Flöte zusammen mit Blumensamen vergraben. Bitte, such nach der Flöte. Okay. Ich leihe dir gern meine Schaufel. Viel Glück bei der Suche. Tada! Schaufel. Du hast eine Schaufel geliehen. Damit kannst du im lockeren Erdreich graben. So, wir müssen jetzt seine Flöte finden. Im Wald mit vielen Tieren. Also nichts anderes als das hier. Und mit vielen Blumensamen gepflanzt. Ja, hier sind überall Blumen, ne? Gerade auch da unten um den Baumstumpf rum. Aber das gute Stück befindet sich hier. Ich kenne das mittlerweile schon auswendig. So, trara, hier ist die Flöte. Ihre Musik verfügt bestimmt über geheimnisvolle Kräfte. Im Übrigen nennt man das eigentlich Ocarina. Das ist eine Ocarina. Aber sie macht halt Geräusche wie eine Flöte. Deswegen hieß sie halt da wahrscheinlich noch Flöte. So, und jetzt gehen wir einfach zurück. Und quatschen ihn nochmal an. Danke, Mika, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte, nimm du sie. Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte spiel mir ein Lied. Was auch immer der eigentlich ist. So, wir haben jetzt eine Flöte und damit müssen wir jetzt auch nach Kakariko zu dem alten Manneken. Ich glaube, auf normalem Wege kommen wir da noch gar nicht hin. Da brauchen wir, glaube ich, genau, da brauchen wir nämlich hier diesen größeren... Geht nicht. Hier haben wir Bogenschießen, wo eigentlich auch nichts Besonderes bei rauskommt, außer dass man Geld kriegt. Da kann man also eventuell seine Kohle vermehren. Kommen wir denn da hinten schon? Ich glaube, da müssen wir schon hinkommen. Hier gibt es ein Spiel, wo man ein Herzteil kriegen kann. Und ich speichere aber vorher, weil es könnte durchaus ein bisschen dauern, bis man das Herzteil findet. Willkommen in meinem Schatzgarten. Grabe in 30 Sekunden so viel, wie du nur kannst. Alles, was du findest, gehört dir. 80 Rubine und es kann losgehen. Ein Versuch? Ja.
Ja, siehst du, es kostet 80 Rubine, das ist eine Menge Holz. Und wir müssen es einfach buddeln. Und mit etwas Glück kriegen wir A, genug Kohle zurück. Oder ein Herzteil. Also man kriegt eigentlich schon relativ gut Kohle dabei. Wobei ich aber eher scharf auf das Herzteil. Ah, da ist es schon, da ist es schon. Tada! Dankeschön. So, vielen Dank. Das war's schon. Mehr will ich gar nicht. Ciao. So, und da wir ja von oben, also durch die Schattenwelt hindurch, nicht nach Kakariko kommen, müssen wir zurück in die Lichtwelt und von dort aus dann weiter. So, einmal wechseln. Und ihr seht, hier oben ist der Stein weg. Ach, dein Ernst. Geh weg. Und von hier aus können wir dann wieder nach oben. So, was wir hier jetzt auch holen können, wir haben ja jetzt das Heberli. Einmal hier rüber, da brauchen wir dann... Ach ja, genau, ich habe ja dann auch noch eine Fee, die ich noch holen muss. So, müssen wir einmal hier, flupp, hier rein. So, und dann sind wir hier unten. Und da haben wir hier einen Schrein. Und an diesen Schrein pusten wir ein bisschen Staub. Und da kommt ein Fledermäuschen. Ah, wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich! Ah, das schreit nach Rache. Mach dich auf was gefasst. Ah, na, gefällt dir das? Ha, siehst du? Ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut nicht. Das freut dich, was? Nun dann, toi 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 und mach's gut. Und ich dachte jetzt schon, ich würde sterben. So, haben wir hier noch was? Nur ein bisschen Geld, wow. Aber jetzt verbrauchen wir nur noch halb so viel. Ihr seht das an dem Zeichen oberhalb der Magieleiste. Und das ist teilweise wirklich eine echte Erleichterung. Man bedenkt, dass irgendwie Eisstab, Somaria-Stab und Co. echt hart viel Energie verbrauchen. Oh. Okay, es war Absicht. Ich gebe es zu. So, wir müssen jetzt einmal zu dem guten Mann da unten. Auch wenn ich glaube, dass das gar nicht nötig ist, weil von dem kriegen wir, soweit ich weiß, nichts. Diese Flöte hat meinem Sohn gehört. Hast du ihn getroffen? Wo ist er? Geht es ihm gut? Oh, ich verstehe. Dein Blick verrät mir alles. Bitte behalt du die Flöte und spiel dem großen Dorfvogel eine Melodie vor. Das wäre auch im Sinne meines Sohnes, wenn ich ihn nur noch einmal sehen könnte. Ja, der gibt uns halt den Hinweis, was wir mit der Flöte machen können. Aber das weiß ich ja schon. Oh. So, wir stellen uns jetzt hier hin und spielen. Und dann bekommen wir ein ganz tolles Feature für dieses Spiel, das sehr, sehr, sehr viel erspart. Vor allem sehr, sehr, sehr viel Laufwege. Guten Tag. Ich bin ein Vogel. Oder eher, ich weiß nicht, eine Ente? Wenn ich mir den Schnabel so angucke, eine Gans oder eine Ente? So, wir haben jetzt Flugpunkte freigeschaltet. Man sieht hier, können wir überall hinreisen. Und ja, praktisch, ne? So, aber wir müssen natürlich hier bleiben. Weil wir in den nächsten, in Anführungsstrichen, Tempel müssen. Aber wir müssen erstmal natürlich wieder in die Schattenwelt. Und man sieht, da oben ist so ein gelber, so ein heller Block. Den müssen wir weg. Aber hier ist natürlich ein dunkler Block. Das heißt, wir müssen einen kleinen Umweg nehmen. Hier müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Durch den Wald. Ja.
Ach, toll. Hallo? Aber ich weiß nicht, dieser Umweg, das ist irgendwie ein Witz. Ich meine, man geht hier rein, geht hier rum, geht hier wieder raus und dann ist man da. Also, ich meine, gut, man braucht noch den Hammer, dass man da durchkommt. Also, bevor, dass man den Palast der Dunkelheit nicht, wenn man den Palast der Dunkelheit noch nicht abgeschlossen hat, kommt man nicht rein. Aber, ey, das ist doch so bescheuert. Da hätten sie auch hier einfach diese Stoppel hinsetzen können. Finde ich persönlich so ein bisschen unnötig und keine Ahnung, warum die da unten noch diese Hardcore-Blöcke hinsetzen. So, wir sind jetzt im Skelettwald. Wie man schon sieht, heißt der Skelettwald nicht ohne Grund. Skelettwald? Jetzt hau dem doch mal aufs Maul. Heißt der nicht ohne Grund Skelettwald? Lass mich. Weil hier sind überall Totenköpfe und Schädel. Und wir müssen da... Und das Ganze, also dieser komplette Komplex hier ist der Tempel. Nicht nur das hier jetzt, sondern der ganze Komplex. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir ein paar Schlüssel herkriegen. Weil meistens bin ich hier und habe schon diverse Schlüssel. Da haben wir die dämliche Karte. Die will ich nicht. Ich brauche Schlüssel. Schlüssel! Ich glaube, hier oben gibt es auch noch keine Schlüssel. Hier kann man das nur aufsprengen. Und dann kann man von hier nämlich zu dem Großen. Aber den großen Schlüssel haben wir... Ja, genau. Den großen Schlüssel haben wir halt noch nicht. Aber schön, dass ich immer zuerst diese Riesentruhe finde. Na, hier ist auch kein Schlüssel. Ups. Gut, aber das hier schon mal umsonst. So, okay, hier können wir da nichts machen. Das ist halt jetzt das Original, muss ich jetzt halt ein bisschen grübeln, wie es weitergeht, weil ich ja jetzt nicht alles zufällig finde, sondern erstmal gucken muss, wie ich wohin muss. So, wo ist mein Haki? Tschüss. Und tschüss. Ja. Ach ja. Stirb. Ach, mir kein Kompass, lass mich. Schnauze. So, was haben wir denn hier Schönes? Bäh. Ja, und diese scheiß Zombies. Ah! Die haben extrem viel Leben. Ah, da haben wir den ersten Schlüssel. Sehr schön. Ja, und es kommen auch Hände von oben, die einen, wenn sie einen packen, wieder zurück zum Tempeleingang bringen. Wow. Wow, ich bin begeistert. Bäh. So, also es könnte jetzt etwas dauern, die Tempel auf regulärem Wege zu durchforsten, stellt sich teilweise als nicht ganz so leicht dar. Das funktioniert nicht. Ich brauche was. Oh. Ich frage mich gerade ernsthaft, wo man den Feuerstab nochmal kriegt. War das hier? Kriegt man den hier? Ich weiß das nicht mehr. Kriegt man den hier oder waren das die Handschuhe?
Ich weiß es leider nicht mehr. Ich weiß es leider nicht mehr. Aber da wir ja nach oben durch wollen, müssen wir natürlich auch von oben das Zeug ziehen. So. Ja. Weg da. Oh Mann, renn doch nicht dir dauernd in die Arme. Was ist denn los mit dir? Du bist nicht unsterblich. Oh, bitte. Oh, Alter, ich krieg Aggression. Yeah. So, knall mal bitte dagegen. Dankeschön. Yay, großer Schlüssel. Sehr schön. Konnte man da drüben eine Bombe hinlegen? Jo, konnte man. Vollidiot. So, was gibt's hier? Nix. Ach ja, das war nur so eine Energieflasche. Ach, so sinnlos. So, dann nehmen wir mal wieder das. Hui. Ups. Und dann gehen wir wieder zurück. Und holen uns erstmal das, was in dem Ding unten war. Also wenn diese, wenn dieser Tempel tatsächlich der, als dritter Tempel markiert ist, dann müsste man, ja klar, dann müsste man theoretisch hier den Feuerstab kriegen. Ja, natürlich. Ich dachte erst, es wären die schweren Handschuhe, wo man hier kriegt, aber die gibt es ja im Diebesversteck. Das ist ja gar nicht hier gewesen. Also, ach, also müsste man hier jetzt eigentlich die Dingens kriegen. Den Feuerstab. Theoretisch, ich hoffe es. Weil den braucht man nämlich auch für den Endboss. Tada! Der magische Feuerstab. Mit ihm kannst du rotes Feuer versprühen. Achte auf deine Magieanzeige. Jawohl, Chef. So, können wir wieder raus. Oder auch nicht. Weg da. Ich muss hier lang. Mich durchzwiebeln. Geh mir aus dem Weg. Du Sack. Oh, pardon. So. So. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob ich da drüben noch einen Schlüssel kriege vorher, weil ich weiß... Das ist übrigens der Eingang jetzt noch nicht direkt zum Endboss, aber das ist der Eingang für Richtung Endboss. Den man auch nur mit dem Feuerstab öffnen kann, indem dass man den nämlich damit das Ding verbrannt. Und ihr seht schon, da unten ist eine Kiste und ich habe jetzt leider Gottes gerade keine Ahnung mehr, ob da ein Schlüssel drin ist, weil ich ja das Randomizen gewohnt bin. Und dementsprechend muss ich da gucken. Weil wenn das nämlich kein Schlüssel ist, komme ich nämlich hier nicht durch. Da muss ich drüben erst irgendwo einen Schlüssel holen. Deswegen hofft mal, dass ich da unten einen Schlüssel kriege. So. Ah, sehr schön. Und hoffen wir mal, dass das auch weiterhin so ist. Ach genau, ich renne natürlich nicht durch. Und... hau mir dann selber auf die Fresse. So, ach. Ich liebe diesen Raum. Oh, das war gut. Geh aus dem Weg. Ich muss hier vorbei. Weg da. Oh. Schön, ich liebe das. Ah, komm her. Leider muss ich die so killen. Geht schneller. Zack. Und, oh ja, Moment. Ich muss noch
hier aufmachen. So. Zack. 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 Das nehme ich mit. Und zack. Schwupps. Da gehen wir durch. Ah, jetzt hat er mich doch noch erwischt. Der Drecksack. La 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 la. Ne, verschwinde. Oh, ich hasse diese Würmer. So. Schallösel! So, Freunde. So, ich stelle mich jetzt dahin und speichere noch mal ab, weil ihr wisst, warum. Ich habe nämlich keine Lust, wenn ich hier versage, dass ich den ganzen Scheißweg noch mal hinlaufen muss. Und außerdem sind wir schon wieder über der Zeit. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder und dann killen wir den Boss, ne? Also bis gleich. Tschüss.